Bergelmann. Guten Tag, Ulrich. Sagen Sie, Sie haben ein paar Sachen in der Arbeit zu verschenken. Ja. Sind die noch da? Ja, da sind die Gegenstände, die liegen hier noch vor, quasi. Ja, kann ich ja vorbeikommen und die abholen oder wie ist denn das? Ja, wenn Sie überhaupt da Verwendung für haben. Ja, würde ich gerne vorbeikommen. Es sind vornehmlich sehr große, sperrige Gegenstände Ach dabei. so. Also man bräuchte schon einen großen Transporter. Weil Sie sagten so Helme und sowas. Ja, die sind aber alle in diesem großen Konglomerat enthalten. Aha. Das ist also ein großes, erstmal ist da eine Tasse Ja. und dann eine Gabel. Ja. Und dann ist da das große Gitter, da ist so ein ganz großes Gitter, 3 mal 3 Meter, da ist Haare sind da so festgeklemmt. Aha. Und ja, so eine Schmiere ist da dran. Und da drunter sind die Helme. Und das Ganze ist in so einer Erdmulde drin. Und darunter sind die Helme und diese Skelette. Aha. Und so Münzen und so. Münzen, sowas ist auch dabei. Speere, so Kriegswaffen. Man hat ein bisschen Probleme, an das Zeug ranzukommen, weil der Museumswächter, der will da quasi einen nicht so direkt ranlassen. Also ist das nicht von Ihnen oder wie ist das jetzt? Nee, das ist in so einem archäologischen Museum direkt vorne im Ausstellungsraum. So. Man kommt, Und also man, wenn man, das ist natürlich unglaublich viel wert, nicht? aha. Und man muss dann quasi den Wächter da bestechen, dass er weggeht und dann da mit einer Fräse das Gitter losmachen. Und dann kann man das Zeug da rausholen. Na Und gut. ja, also ich kann das Dann. nur, das ist unser Vorschlag, ne? Aha. Sonst haben wir aber auch noch eine andere Idee, und zwar ist da in der Schanzenstraße, kennen Sie vielleicht, Ja. so ein Juwelier. Aha. Und da liegen in der Auslage auch wirklich wunderschöne Uhren und Ringe und so. Aha. Da müsste man bloß mit dem Hammer durch. Ja, sehr schön. Das machen wir auch. Ne? Okay, vielen Gut. Dank.